Und damit herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ich habe eben überlegt, was ich noch heute mache. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen. Ich werde mal eben hier hinreisen. Und Müller-Wojciech die Wappenröcke bringen. Das habe ich ja vor längerem mal angenommen, die Quest. Und die möchte ich jetzt gern fertig machen. Aber schnell reisen wir dahin. Ich bin guter Dinge, dass wir nicht überfallen werden. Nicht. Okay, wir reiten hier lang. Hier ist ja eine Stelle, an der immer was ist. Entlang des Weges vernimmst du im Dickicht leise Geräusche. Zweifellos führt hier jemand etwas im Schild. Guten Tag, Sie Penner. Drei Leute. Es ist fast Nacht. Ich glaube, es sind sogar vier, Alter. Na dann komm doch! Trau dich doch! Du wirst leiden. Was ist los? Komm schon. Zwei. Jetzt bist du tot. Drei. Und vier. Pisser. Gib dich damit den 10 Groschen zufrieden, die du hast. Du musst nicht unbedingt mehr kriegen. Na, sonst kriegst du halt welche auf Fresse. Penner. Auch 11,7. Tut doch mal nicht so, als ob das wenig wäre. Ihr habt doch Geld, ihr Wichser. Wahrscheinlich auch schon geklaut. Realistisch gesehen. Grüner Filzhut, auch cool. Die halten ganz schön viel aus dafür, dass ich hier gute Pfeile verwende, Alter. Okay, irgendwo habe ich einen übersehen, aber ganz ehrlich. Er hatte zwei Pfeile und das war's. Ach, krass, dass die nicht mitgekriegt haben, dass ich den Hund kalt gemacht habe. Scheinbar war das so leise, dass sie es einfach nicht bemerkt haben. Nö, finde ich jetzt nicht. Weil den hier hatte ich schon gelootet. Nee, habe ich nicht. Okay, der hier war's tatsächlich. Gut, und weiter. So. Ich möchte immer noch hier hin. Hier gibt es noch mal eins. Wieso? Do that note. Ich sehe nichts. Blut wird fließen. Fahr zur Hölle. Stopp. Ich hab halt keine Ahnung, wo ich hinlaufe, ne? Wohin könnte er geflüchtet sein? Er muss hier irgendwo stecken. Komm her! Shit, daneben. Gleich. So, du gibst mir jetzt bitte meinen Scheiß wieder. Ihr habt auch 16 Groschen dabei, ihr Penner. Tun immer alle so, als ob sie kein Geld hätten und haben Geld dabei. So. Okay. Ist ja leider sehr wenig. Fackel. Na los, danke. Ich habe alle deutlich mehr Geld dabei, als ich erwartet habe. Komisch, dass der nicht tot war. Ich dachte, der wäre tot gewesen.
So, Waffe mal wegstecken. Das war die Leiche. Der weniger Geld dabei ist übernehmen. Pennerpack. So. Und ich verpiss mich. Zweiter Überfall auf dem Weg. Ich wollte übrigens eigentlich nur dahin und wir sind schon jetzt 5,5 Minuten dabei. Deshalb dauert das übrigens ja alles ein bisschen länger. Ich glaube, auf dem Weg ist eigentlich nichts mehr. Hey, wer ist da? Ich bin bereits über die Leiche rübergeritten, glaube ich. X, meine Fresse, Alter. Da sitzt doch einer, oder? Ich sehe echt nichts, ey. Kurze Realitätsüberprüfung. Hab mal gerade Rollo runtergemacht. Jetzt sehe ich ein bisschen mehr, nicht viel, aber ein bisschen. Das dürfte eine Vogelscheuche sein. Ja. Pass auf, ich reite einmal durch. Dann gucken wir mal. Wo ist denn die Scheißleiche? Ich sehe nicht mal eine Leiche. Ich sehe keine Leiche. Seht ihr eine Leiche? Bist du jemand? Du bist ein Wanderer, oder? Servus. Du bist ein Wanderer. Keine Ahnung, wo hier eine Leiche sein sollte. Habe ich gefunden. Vielleicht die, die am Wegesrand hängt. Ich habe es mir zugegebenermaßen nicht durchgelesen. Darf ich jetzt bitte endlich bis hier reiten? Eigentlich ist auf dem Weg auch nichts mehr, glaube ich. Unterwegs stößt auf die eine Leiche. Was ist hier los? Das wüsste ich auch wirklich sehr gerne. Ja, kommt freiwillig zur Schlachtbank. Ja, sammle deine Kräfte. Du wirst sie brauchen. Oh. Wer von euch beiden ist cool und welcher nicht? Wächter. Was ist denn hier los, Alter? Hier soll schon wieder irgendwo eine Leiche liegen. Hier liegt doch keine Leiche. Ich war hier. Und die Leiche war noch ein Stück weiter hinten als ich. Hier ist keine Leiche. Freunde, ich will doch einfach nur zum Scheißdorf, ey. Ich will doch einfach nur eine Quest abgeben. Jetzt lass mich durch. Was soll denn das? Auf dem ganzen Stück hier ist mir kein Banditenüberfall bekannt. Glaube ich. So. Wir sind bei unserer Liebsten. Kleine Realitätsüberprüfung. Es ist zu spät, oder? Um was mit ihr zu machen, meine ich jetzt. Hallo, Theresa. Nein, mein Gott. Schlaf. Okay, dann schlafen wir jetzt mal. Nee, 5. Also mit 5 Sattheit, da überfresse ich mich wieder. Achso, warte. Speichern und schlafen, so. Ich glaube, ich habe auch schon was länger nicht geschlafen, ne? Jo. Ein paar Stunden kann ich. Schauen wir mal, ob wir gleich 15 wieder reinstopfen können. Ich denke, das sollte passen. Na, wobei, nee, wir verlieren nur einen die Stunde. Ah, wobei, anderthalb. Also knapp nicht. 77, wir dürfen jetzt auf 76 sein, wa? Nicht auf 75, schätze ich mal. Alter, ist mir warm, ey.
Ja, komm. Guten Morgen. Voldemort. Okay. Sie möchte noch nicht mit uns reden. Kurz mal waschen. Ach so, na klar, nach dem Schlafen waschen, das geht nicht. Aber ansonsten kann man alle 2 Sekunden sich waschen. So. Dann würde ich sagen, reiten wir jetzt mal kurz zu Wojciech. Und schauen mal, ob wir hier wieder auf Gegner treffen. Hier sind ja auch häufiger mal welche. Was ich auch jedes Mal ziemlich dämlich finde. Ich meine, die greifen direkt unter einer Burg einfach Leute an. Das ist wirklich nicht so das Allersmarteste. So. Hier wäre auch schon der Weg hoch zur Burg gleich. Nämlich hier, glaube ich. Genau hier. Ich glaube, ich bin oben lang gelaufen, nicht unten lang. Also ich glaube, ich bin denen aus dem Weg geritten. Ich werde dich finden, du Elender. Mhm. Habe ich mal für dich übernommen, ja? Penner. Freunde, ich habe inzwischen deutlich stärkere Gegner als euch. Den Piss kannst behalten. Und auch ansonsten bist du eher ein armes Würstchen. So. Dann wollen wir mal weiter. Das war einfach ein Tagelöhner. Beziehungsweise ein Dieb, ne? Also halt einfach so ein 0815 Dieb. Was will der gegen mich machen, Alter? Reitet so ein Ritter mit ein paar tausend... mit einer Rüstung, die ein paar tausend Groschen wert ist, an ihm vorbei. Oh ja, den fick ich mit meinem Bogen. Servus, Wojciech. Du bist nicht Wojciech. Glück und Gesundheit. Ja, danke dir auch. Achso, ja, wo ist dein Stinker? Ich suche nach einem Kerl namens Stinker. Kennst du ihn? Stinker? Du meinst Hinek, den Sohn des Gerbers. Möglich. Weißt du, wo ich ihn finden könnte? Gewöhnlich hält er sich nicht hier auf. Versuch's bei ihm zu Hause. Doch sei gewarnt, der alte Gerber ist keiner von der umgänglichen Sorte. Dafür habe ich einen Knüppel. Du kennst diesen Hinek also. Kannst du mir etwas über ihn erzählen? Ehrlich gesagt, nicht viel. Die meisten aus dem Dorf meiden ihn wie die Pest. Wieso das? Weil er stinkt. Niemand, der eine Nase hat, verbringt gern Zeit mit Gerbern. Außerdem umgibt sich Stinker mit allerlei Gewürm. Hab noch nie was Gutes über ihn gehört. Sympathischer Kerl also. Was kannst du mir über den alten Gerber sagen? Er ist so kratzbürstig wie eine tollwütige Katze. Redet mit niemandem. Vielleicht auch, weil keiner mit ihm reden möchte? Warum wird Hinek eigentlich Stinker genannt? Nun, er ist ein Gerber. Wenn du je in seinem Windschatten stehst, wirst du es schon merken. Gerben ist nichts für schwache Mägen. Wahre Worte. Doch nicht jeder Gerber wird mit solch einem Spitznamen beehrt. Nun, Hineks Art ist nicht viel besser als sein Geruch. Okay, also ist nicht schade drum, wenn ich ihn, entsorge. Weshalb ist er so in Verruf? Tja, wie sein alter Herr ist er nicht sonderlich redselig. Und dann treibt er sich auch noch dauernd irgendwo rum. Soll in Ratei wegen Diebstahls am Pranger gestanden haben. Und in Neuhof soll er sich mit seinen Kumpanen um den Verstand gesoffen und ein paar Händler verdroschen haben. Klingt nach mehr als bloßem Übermut. Ja, wir sind ehrliche Leute. Und einen wie den können wir hier nicht gebrauchen. Du bist hier gerade bei einem Müller. Aber okay. Erzähl mir nicht, dass es keinen gibt, der mit ihm redet. Er wurde mit einem Frauenzimmer aus dem Badehaus gesehen. Ich glaube, sie heißt Adela. Okay, danke. Ja, ja, dich auch. Hör mal, Müller. Müller, wo bist du denn? Hier nicht. Müller? Müllers Markt Anna. Habe ich Hunger? Nein. Dorfbau Müller. Es ehrt mich, dass ein Ritter wie du sich für mich interessiert. Du siehst viel zu fein aus für einen Ritter, ja. Was mache ich mit den gestohlenen Sachen? Gestohlene Waren zu kaufen oder zu verscherbeln ist ein Verbrechen. Aber nicht, dass ich dir den Kram abkaufen würde, aber ich könnte... Ja. Wenn jemand also etwas verliert und ich es finde... Ja. So sieht... Okay. Die Sache ist erledigt. Gut gemacht.
kann's kaum erwarten, davon zu hören. Hoffentlich prügelt Hauptmann Robert den Kommandanten Windel weich. Ja, Hast du noch eine Aufgabe für mich? Oh ja, du kommst gerade recht. Ich könnte ein Pferd gebrauchen. Und da ich es für mich selbst will, muss es ein kräftiger Hengst aus den Ställen von Merhoyet sein. Das wird kein Zuckerschlecken. Ich weiß. Darum zahle ich auch gut. Mhm. Ich besorge dir dein Pferd, aber wehe, es lohnt sich nicht für mich. Keine Bange. Aber komm ja nicht mit einem klapprigen Gaul an. Auf bald. Das ist okay. Hör mal zu. Ich hab die gar nicht dabei, ne? Habe ich überhaupt gestohlene Sachen? Oh nee, aber meine ganzen Klamotten sind kaputt. RIP. Der ist blutig. Besitzt nichts gestohlenes, okay. Saka. Wo ist Merhoyet? Ist das der Bur gewesen? Das war der Bur, glaube ich. Nee, warte mal. Da ist Merhoyet. Oh, da war ich noch nicht. Okay, cool. Gut, die. Sprich mit Stinkers Vater. Sprich mit der Zuberdirne. Sprich Stinker auf. Okay. Da sein Vater nicht mit uns reden wird, kann ich das auch gleich lassen, ne? Ich würde sagen, wir reiten diesen Part noch dahin. Mal gucken, ob noch sich uns wer in den Weg stellt. Wir hätten natürlich noch zu unserer Herzdame gehen können, aber für 3 Minuten lohnt sich das irgendwie auch nicht so richtig, ne? Ich würde sagen, ich gehe mich mal kurz waschen. Dann spreche ich mit der Zuberdame. Wer bist du? Wirt. Das Badehaus ist eins weiter vorne, ne? Also hier ist das Badehaus. Guten Tag, Madame. Du bist Chefin, ne? Sei mit dir, werter Herr Ritter. Kann ich behilflich sein? Not sure. Kannst du mir behilflich sein? Keine Ahnung, ne? Also, kann ich hier... Ich kann hier Ritterschnaps kaufen. Kann ich dir irgendwas verkaufen? Nichts Interessantes, okay. Reden wir über den... Mhm. In Ordnung. 300, sehr gut. Hör mal, Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Aha, und was darf's sein? Sei mir nicht so unfreundlich. Ich möchte ein Bad nehmen und meine Kleider reinlassen. Ich möchte meine Wunden versorgen lassen. Ich brauche Heilung, ein Bad und saure Kleidung. Ich hätte gerne ein Mädchen und alles, was dazugehört. Ich möchte mir die Haare schneiden lassen. Mich rasieren lassen. Ein Kessenunterschnitt. Ein bisschen wie ein Mann aus östlichen Landen. Die Lockenpracht eines Kriegers. Wie ein Muttersöhnchen. Warte mal. Okay, das sieht echt dumm aus. Lieber nicht. Das ist exakt die Frisur, die wir hatten, oder? Oh Gott. Lieber nicht. Passt überhaupt nicht zu Heinrich immer noch. Lieber nicht. Das ist, wie wir es haben. Lieber nicht. Was ist der Unterschied jetzt dazu gewesen? Ich glaube, dann sind die Haare länger. Lieber nicht. Haare sind länger oder gleich lang, aber wir sind mehr rasiert. Okay, spannend. Rasieren. Wie ein Würdenträger. Sieht dumm aus. Lieber nicht. Ach Gott, muss das immer so lange dauern? Finde ich besser, aber nicht so gut. Wie ein böhmischer Herzog. Sieht auch ziemlich dämlich aus. Wie gestandene Holzfäller. Sieht auch dumm aus. Wie ein eleganter Mann von Welt, also glatt. Ah ne, wir haben einen eleganter Mann von Welt. Ja, okay, genauso wie bisher. Was können wir denn noch? Ja. Also was ist denn das? Es heißt, hier gäbe es nette Mädchen. Wie du willst. Hast du Geld? Ja, Schwester. 40. Gut. Bitte sehr. Kleingeld. Du wirst es nicht bereuen. Denn viel Glück.
Okay, Bruder. That escalated quickly. Das darf nur unsere Herzdame nicht erfahren, ne? Adela. Möge Gott in diesen finsteren Zeiten über dich wachen, werter Herr Ritter. Benötigst du etwas? Ja, aber erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis dahin. Suchst du jemanden? Ja, dich. Tschüss.